Is there really, is there a truly reality out there that humans could really know? It's an age-old battle between realists and absolutists. God is not great, how religion ruins everything. And yet it's utterly and totally ridiculous. We need to live for something beyond ourselves. For more than 23 centuries, even since the days of Plato, über mehr als 23 Jahrhunderte, sogar seit der Zeit des griechischen Philosophen Plato, haben die Menschen über die Natur von Wissen und Wahrheit diskutiert. Gibt es eine echte, eine wahre äußere Realität, die die Menschen tatsächlich erfahren können? Oder ist unsere gesamte Erfahrung lediglich subjektiv, wechselhaft und kulturell geprägt? Es besteht ein Krieg der Engel zwischen den Realisten und den Absolutisten, unter diesen zwischen Skeptikern und Relativierenden und denjenigen, die die gesellschaftlichen Bedingungen des Wissens unterstreichen. Interessanterweise gibt es auch im Bereich der Wissenschaften, der modernen Wissenschaften, viele Wissenschaftler, die Realisten, die sich darüber streiten, dass es eine absolute äußere Realität gibt und dass die Wissenschaft der rationalste, der beste Weg ist, um diese zu finden. Und es gibt andererseits Leute, die dies in Frage stellen. Dies möchte ich in den nächsten Minuten genauer betrachten, da es einige sehr interessante Auswirkungen hat auf unser Verständnis über das Leben, darüber, was Leben bedeutet, was die Welt bedeutet und wie wir zu unseren Erkenntnissen kommen können. Hierauf möchte ich näher eingehen. Das ist die große Frage, auf die wir schauen. Diejenigen, die glauben, dass es eine absolute Wahrheit gibt, eine absolute Realität, und diesen stehen diejenigen gegenüber, die die Realität für sozial konstruiert halten, die postmodernen Denker und Anhänger von Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul Terrabon. Deren Aussage lautet, dass alles Wissen, sogar die Wissenschaft, relativ ununterbrochen und unsicher ist. Sie erklären, dass auch die Wissenschaft kulturell bedingt ist und dass daher die eine Art Wissenschaft nicht notwendigerweise besser ist als die andere. Und um sicherzustellen, dass deine Wissenschaft besser ist als die von jemandem anders, einige von ihnen sagen, sie ist rassistisch, chauvinistisch oder sexistisch. Eine Frau behauptete sogar, dass Newtons Prinzipien ein Handbuch für einen Einbruch darstellen. Es war ein gelesenes Handbuch. Jemand anders behauptete, dass die Simpsonsche Quadratgleichung eine sexistische Formel ist, da sie die Lichtgeschwindigkeit gegenüber anderen Geschwindigkeiten bevorzugt. Wie dem auch sei, dies sind die Dinge, mit denen wir uns hier befassen werden. Mittendrin in dieser geistigen Auseinandersetzung stand ein Physiker namens Alan Sokal, der an der New Yorker Uni arbeitete. Er reichte ein Manuskript bei einer Zeitschrift namens Sozialer Text ein, welches sozusagen das Flaggschiff der Zeitschriften der sozialen Konstrukteure war, der Postmodernen, welche die Wissenschaft wie alle Realität als nur relativ ansehen. Der zentrale Baustein des Artikels »Die Grenzen begrünen« ist die transformative Hermeneutik der Quantengravitation. Bitte gut aufpassen. Die transformative Hermeneutik der Quantengravitation. Nun lassen Sie mich ein Zitat geben von dem, was Herr Sokal in seinem Schriftstück schrieb. Wie Althusser richtig Lacan kommentierte, gibt er schließlich Freuds Denken das wissenschaftliche Konzept, welches es erfordert. Lacans Topologie hat in der letzten Zeit erfolgreich sich zur Kinokritik und zur Psychoanalyse von AIDS aspiriert. Auf die mathematischen Bedingungen wies Lacan darauf hin, dass die erste Homologiegruppe von der Spitze an trivial ist, während die anderen Oberflächen tiefgreifender sind und diese Homologie mit konnektiver oder unterbrochener Oberflächen sich nach zwei Einschnitten verbinden. Nun, klingt dies nicht sehr tiefgreifend, sehr fundiert? Das ist richtig. Aber es ist gleichzeitig auch völliger Unsinn. Sokal hatte alles erlogen. Er hatte einen großen Teil seiner Zeit damit verbracht, die Sprache, den Jargon der sozialen Konstrukteure zu studieren. Und er hat deren Durcheinander zusammengesetzt, zu reinem Unsinn. Nahezu die gesamte Veröffentlichung war darauf angelegt, plausibel zu sein. Ich kann nicht über Unsinn reden. Was sagt er nun in seiner Veröffentlichung? Er sagt,
Ihr habt recht. Die Quantengravitation ist nichts anderes als eine soziale Konstruktion, genauso wie es von allen anderen Dingen angenommen wird. Nun, er unternahm ein Spiel, als er dies tat, und er wettete, dass die Herausgeber seinen Text nicht durch Fachleute überprüft hatten. Er glaubte, dass die Herausgeber, einige der führenden Köpfe der Denkrichtung der sozialen Konstrukteure, so glücklich darüber waren, einen herausragenden Physiker auf ihrer Seite zu haben. Jemanden von der Seite der Realisten, und sie wären so glücklich darüber, von ihm eine Veröffentlichung zu haben, die ziemlich genau ihre Position vertrat. Er ging davon aus, dass sie sich nicht einmal darum bemüht hatten, seine Thesen wissenschaftlich zu prüfen. Weil wenn sie dies getan hätten, wenn sie irgendeinen Wissenschaftler gefragt hätten, der hätte ihnen gesagt, dass dies alles völliger Unsinn ist. Nun, die Fußnote lautet: Sokal hatte recht. Das führende intellektuelle Journal der sozialen Konstrukteure, der Relativisten, veröffentlichte etwas von jemandem, der puren Unsinn verbreitete. Und um die Angelegenheit noch schlimmer zu machen, hatte Sokal arrangiert, dass ein Entwurf seines Schabernacks in einem anderen Journal namens Lingua Franca veröffentlicht wurde. Darin sagt er im Wesentlichen, dass dies ein Experiment sei, um herauszufinden, ob sich diese Leute darum kümmern, sein Manuskript wissenschaftlich zu prüfen, was sie machten. Wie Sie sich denken können, hat dies eine ziemliche Unruhe ausgelöst, zumindest unter den postmodernen und sozialen Konstrukteuren des Wissens und der Wissenschaft. Selbstverständlich freuten sich die Realisten. Sie verkündeten: Ja, wir kannten diese Leute, deren Anhänger gar nicht wissen, wovon sie reden und so weiter. Ich finde es gut, was Sokal gemacht hat, weil es Wasser auf die gesamte Vorstellung von der Relativität des Wissens geworfen hat. Selbstverständlich, die Welt tritt uns gegenüber, gefiltert durch unsere Wahrnehmung. Sie kommt nicht objektiv in unser Bewusstsein. Das sind immer Fragen über das, was wir wissen. Das ist in Ordnung. Ich meine, keiner würde das abstreiten. Kennen Sie die Erzählung von den fünf Männern, die mit verbundenen Augen vor einem Elefanten stehen? Jeder steht vor diesem Elefanten und wurde gefragt, was er denn dachte, was vor ihm war. Einer sagte ein Baum, ein anderer sagte ein Loch, ein weiterer sagte irgendetwas anderes. Der Punkt ist zu zeigen, dass jeder verschiedene Perspektiven auf Situationen hat, und das ist in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, solange wie man nicht einen entscheidenden Punkt vergisst. Dieser Punkt lautet, dass der Elefant immer noch da ist. Es ist etwas da, es ist etwas Wahres da, etwas existiert dort draußen. Etwas, was wahr ist, und zwar unabhängig davon, wie schwierig es für die Leute herauszufinden ist, was es ist. Ich denke, es ist ein entscheidender Punkt, dass wir manchmal die reale Sicht verlieren. Denken Sie daran, dass die Realität gefiltert zu uns kommt. Die fünf Männer hatten verschiedene Vorstellungen von dem Elefanten. Diese verschiedenen Vorstellungen bedeuteten keineswegs, dass ein Elefant dort war. Absolute Wahrheit, absolute Realität existiert. Sie ist da, unabhängig davon, wie wenig wir sie fassen können oder von ihr wissen. Verstehen Sie? Es ist fast so, als ob man durch ein kleines Guckloch in den Bergen schaut. Man sieht durch das Guckloch und dort ist ein Berg. Und wenn Sie nur einen kleinen Teil von dem Berg durch das Guckloch sehen, und es ist verzerrt, was Sie sehen, aber dies heißt trotzdem keineswegs, dass dort kein Berg ist. Wer versteht die Wirklichkeit besser als Sie? Sie glauben an die Aerodynamik. Sie gehen in das Flugzeug, welches nach den neuesten Erkenntnissen der Aerodynamik gebaut wurde. Sie setzen sich in das neueste Flugzeug. Sie möchten bestimmt nicht in ein Flugzeug steigen, welches von einem Voodoo-Heiler hergestellt wurde. Wer ist wohl näher an der Wahrheit? Jemand, der den Holocaust bestreitet? Jemand, der sagt, den Holocaust gab es niemals? Oder jemand, der sagt, es gab den Holocaust? Wer ist näher an der Wahrheit? Jemand, der sagt, der Mond ist aus grünem Käse gemacht? Oder jemand, der denkt, er ist aus Gestein? Alles, was wir wissen, führt uns weiter. Aber da ist immer noch eine Realität vor unserer Tür. Wer ist näher an der Wahrheit? Jemand, der denkt, Charles de Gaulle war der erste Präsident der Vereinigten Staaten? Oder George Washington? Sehen Sie, wer ist näher an der Wahrheit? Jemand, der denkt, dass die Sonne die Erde umkreist? Oder die Erde die Sonne? Sehen Sie, hier ist der Punkt, den wir nicht verlieren möchten. Die Wahrheit befindet sich außerhalb unseres Kopfes. Es gibt eine äußere Realität, sie ist dort.
Und durch das, woran wir glauben, haben wir die Möglichkeit, näher an diese Wahrheit heranzukommen, als es andere können. Wissen Sie, es macht keinen Sinn zu sagen, okay, ich glaube, dass Charles de Gaulle der erste Präsident in den Vereinigten Staaten war. Und Sie glauben, dass es George Washington war. Mein Glaube ist genauso gut wie Ihrer. Nein, 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 das funktioniert nicht. Meine Damen und Herren, es gibt eine äußere Wahrheit. Selbstverständlich, wir nehmen sie ein wenig gefiltert wahr. Niemand wird bestreiten, dass wir sie gefiltert wahrnehmen. Aber es gibt immer noch etwas Äußeres und die Suche nach der Wahrheit und die Suche nach einem besseren Verstehen dieser Realität. Wie wird Gott sein? Warum ist er hier? Was bedeutet dies? Wo befindet sich der Mensch gesehen im gesamten Spektrum dieser Dinge? Auf mich wirkt es wie eine heilige Suche nach Erkenntnis. So sehe ich das jedenfalls. Es ist eine heilige Suche nach Wissen.